Bene Pavic, 1-5 als Russland, Niederlage, die wahrscheinlich sehr, sehr wehtut. Absolut, wir haben jetzt ganz was anderes erwartet. Natürlich ein besseres Spiel, ein besseres Resultat. Im Gesamten gesehen aber trotzdem sehr viele Aufschlüsse erhalten für den Herbst. Das war das Ziel des Spiels. Ich habe ein paar neue junge Spieler gesehen im A-Nationalteam, wie sie sich kurz präsentiert haben. Das war positiv eigentlich. Simon Kühne, Dani Brändle, Niklas Kieber, die praktisch immer Kurzeinsätze gehabt haben. Das war das Positive. Aber im Gesamten gesehen war es einfach zu wenig heute in allen Belangen. Ein Belangen unterlegen, ein, zwei Klassen wahrscheinlich sogar, oder? Ich denke auch, dass es zwei Klassen waren. Aber da sieht man, wie knapp es beieinander ist. Wenn wir uns ein paar Prozent fehlen, mental und körperlich, dann können solche Resultate zustande kommen. Was kann man heute hier positiv rausziehen, wenn überhaupt irgendwas? Dass junge Spieler sich international auf höchstem Niveau jetzt einmal zeigen haben können, dass wir einen ersten Eindruck gewonnen haben, dass sie diese Luft geschnuppert haben. Und das sind eigentlich die positiven Dinge, die wir jetzt mitnehmen können. Was ein bisschen auffiel, normalerweise, Mannschaft kann kratzen, beißen, kämpfen. Ging heute irgendwie nicht so. Was war da los? Eben, es war eine mentale Schwäche heute, vom Beginn weg einfach. Man war verunsichert. Vielleicht hat ein bisschen der Leitwolf am Platz gefehlt. Dort sind die Gründe eigentlich zum Suchen. Der Teamgeist hat im Grunde ein bisschen gefehlt, das gegenseitig Aufbauen, das Kratzen. Man hat nachher versucht, Ende der ersten Halbzeit ist ein bisschen besser geworden. Da hat man seinen Mann gestanden, hat auch ein paar Zweikämpfe gewonnen. Aber bis dorthin war es einfach wirklich zu wenig. Jetzt hat man eine lange Zeit bis September, bis das nächste Spiel kommt. Vor Russland noch in Bosnien wahrscheinlich das Testspiel. Trotzdem ist natürlich ein Ding, wo man mit rumschleift jetzt die nächsten Monate. Im Grunde war das Spiel so geplant. Wir haben gewusst, wenn die Stammspieler ausfallen, dass sich andere Spieler zeigen können, dass das passieren kann, das wissen wir. Das kann uns immer passieren, wenn wir nicht auf 100% sind, alle miteinander. Dann können solche Resultate passieren. Aber wir schauen jetzt nicht negativ in die Zukunft. Wir haben ja auch im letzten Jahr können auf gute Spiele zurückschauen. Und an denen werden wir uns aufbauen, dass sowas immer wieder passieren kann, hin und wieder. Sollte nicht, aber leider ist es die Realität. Simon Kühne, Debüt im A-Team. Natürlich mit dem Ergebnis, was du wahrscheinlich anders vorgestellt hast. Ja, ich glaube, das haben wir uns alle anders vorgestellt. Ich war am Anfang gleich ziemlich schnell den 3-0 hinter gewesen und dann ist es schwer gegen die. Wir haben sie gut ausgespielt, haben gute Einzelspiele und dann sind wir kaum ins Spiel reingekommen und ja, alles probiert, wo ich reingekommen bin und ja. Immerhin die Ecke rausgeholt, die dann zum Tor führte, zum Elfmeter? Ja, ich habe gesehen, ich habe alles probiert, wo ich reingekommen bin und dann, wenn ich so mithelfen kann, freut mich das so, ja. Ganze Dreiviertelstunde, jetzt wurde er durchgespielt. Wie war es so vom Gefühl her, auch das erste Mal dabei zu sein? Ja, ist schon nochmal was anderes, wenn du 21 da sind halt Männer auf dem Platz und ja. Aber ich glaube, mit der Zeit gewöhnt man sich auch dran und hat mich sehr gefreut, dass ich auch gleich ganze Halbzeit spielen dürfen haben und hoffe, dass ich auch noch mehr Einsatzminuten kriegen werde. Was war der Unterschied heute, wenn du jetzt zwei Soßen anschaust? War das nur vom Körperlichen, vom Physischen her besser, von der Schnelligkeit, vom Spielerischen auch? Oder was war das alles, der Unterschied? Ich kann es nicht genau. Bei uns sind viele am Ende von der Saison. Bei vielen ist schon der Urlaub bei den Profis. Ein paar haben noch ein paar schwere Spiele. Da geht es um einen Abstieg oder um einen Aufstieg. Und ich glaube, viele von uns sind schon ziemlich am Ende von der Kräfte und sind froh, wenn sie jetzt noch dann in Urlaub gehen können. Ja. Du hast mit St. Gallen U21 auch noch zwei Spiele. Ja. Wie geht es dann weiter? Ja, wir sind jetzt noch im Abstiegskampf sind noch knapp unter dem Strich, zwei Spiele sind noch, ja, aber ist noch alles drin, haben jetzt einen Lauf und wenn wir so wieder spielen, werden wir es in der Liga halt schaffen. Und wie wir nächste Saison, wie es weitergeht, will ich noch schauen, was ich selber noch nicht. Franz Burgmeier, 1-5, dein erstes Spiel als Kapitän, glaube ich, im 83. oder 84. Länderspiel und dann so eine Niederlage ist natürlich schon schmerzlich, oder? Ja, ist sehr extrem bitter. Unabhängig jetzt davon, ob ich Kapitän war oder nicht, das Spiel keine Rolle. Wir sind denkbar schlecht das Spiel gestartet, haben zwei Kämpfe da gekommen, beziehungsweise sind gerne zwei Kämpfe richtig gekommen und haben billige Goal kassiert. Und dann schauen wir um sich herum und nach 30 Minuten steht es 3-0 und das Spiel ist eigentlich gelaufen. Und ja, nachher ist eigentlich ein bisschen eine Charakterfrage gewesen und dort haben wir eigentlich dann alles möglichst gemacht. Was war der Unterschied, wenn das Spiel letztes Mal so kurz danach nochmal eine Revue passieren lässt? Was war der Unterschied zwischen Weißrussland und euch heute? Ja, sie sind vor der ersten Minute sind sie parat gewesen, haben extrem offensiv gespielt, haben praktisch unsere Vierkette praktisch jeder einen Spieler gehabt und sie haben sich super in die Schnittstellen bewegt und ja, unser Mittelfeld hat sich sehr schwer getan, ist halt nicht in Zweikämpfe gekommen, hat vielleicht auch zu wenig kommuniziert, aber wir sind eine junge Truppe und müssen lernen und müssen die positiven Sachen mitnehmen. Sah ein bisschen nach einem Debakel aus, nach 23 Minuten, nachdem es 0-3 stand.
Wie motiviert man sich da als Spieler auch auf dem Platz dann, wenn man weiß, das Ding ist durch jetzt schon? Ja, es ist extrem schwer, vor allem wenn man vor dem Spiel der Kabine sieht und, hey, und sieht, hey Jungs, heute wollen wir etwas reissen und so. Und ja, ist bitter, du hast das Spiel gerade noch 70 Minuten und es wird extrem schwer, um da noch etwas zu holen. Und, ja. Aber eben, wie gesagt, das ist eine Charakterfrage und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass wir nicht 7 oder 8 Minuten verloren haben. Ihren Treffer 10 Minuten Verschluss durch dich, durch 11 Meter. Ja, eiskalt verwandelt. Ja, aber es ist nebensächlich. Ich meine, ja, es ist persönlich ein kleiner Erfolg, aber natürlich, wenn es 5-0 steht, ist es wirklich nebensächlich. Eine lange Zeit bis September, bis nächsten Länderspiel. Schleppt man natürlich die Niederlage auch gegen so einen Gegner, wo man sich ja eigentlich immer was ja, ausrechnet, auch doch lange jetzt mit sich rum dann auch. Ja, ich finde es nicht. Man muss, der Erwartungsalltag ist anscheinend riesig. Ich meine, wir haben gegen Weißrussland gespielt, wo glaube ich 83 auf der Welt ist und wo 10 Millionen Einwohner hat. Und was dort die Leute das Gefühl haben, wir teilen sie schnell 3-4-0 aus dem Stadion hauen. Also so ist es nicht. Wir haben viele Spieler, die in der ersten Liga spielen. Und da muss man einfach realistisch sein. Aber wir müssen sehr vorwürfen, dass wir heute nicht mit dem richtigen Fuss ins Spiel gekommen sind und dass es die Leidenschaft gefehlt hat. Das ist eher der Vorwurf, den man uns machen kann.